Anja Time. Hallo zusammen. Die Sommerpause ist rum und wir beschäftigen uns mit dem Viertelkapitel des Flow-Showers, nämlich Wege zum Flow. Ja, und ich kann euch berichten, es gibt auch jetzt die aktuelle Variante auf Amazon zu bestellen als kleines Printbuch. Dort ist alles enthalten, alle 9 Kapitel des Flow-Showers inklusive der Arbeitspapiere. Das ist wunderschön und ihr könnt es bestellen, die Links sind unten drunter. Flow, ich habe das Gefühl manchmal, ich habe schon ewig und oft darüber gesprochen, aber ich versuche es jetzt nochmal ganz kompakt. Was ist Flow? Wenn man sich vergegenwärtigen will, was Flow für einen selbst bedeuten kann und wie man in Flow kommt, also wie man Raum und Zeit vergisst und in seinem Tun aufgeht und damit ein Gefühl hat von optimaler Erfahrung, die Zeit optimal zu nutzen, in seinem Tun aufzugehen, das irgendwie nur um seiner selbst willen zu machen. Was braucht man dafür, um dahin zu kommen? Man braucht eine gewisse Herausforderungssteigerung. Die Herausforderung muss man sich selber immer höher setzen. Und dann braucht man bestimmte Fähigkeiten, ein bisschen mehr an Fähigkeiten, als man bislang konnte. Man muss sich die also drauf schaffen, um diese Herausforderung zu meistern. Wenn man sich das vergegenwärtigt, also immer wieder die Herausforderungen höher setzen, immer wieder ein Stück weiter und dann die Fähigkeiten darauf anzupassen, sodass man diese Herausforderung meistern kann. Wenn man das schafft und da kontinuierlich sich weiterentwickelt, dann befindet man sich im Flow, sofern man es macht, um seiner selbst willen und nicht, weil irgendwer sagt, dass es gut sei für die Karriere, für den Geldverdienst, für die Reputation, um die Mutter glücklich zu machen oder den Daddy glücklich zu machen. All das ist nicht das, was Flow bedeutet. Flow bedeutet, dass du es um deiner selbst machst, dass du dir diese Herausforderung setzt, weil du das schaffen willst und du dir dann die Fähigkeiten aneignest, die du brauchst, um diese Herausforderung zu meistern. Was braucht man dafür auf persönlicher Ebene? Grundsätzlich sind alle Menschen dazu fähig, diese Erfahrung zu machen, diese optimale Erfahrung, sich in Flow zu begeben, sofern man sich darauf einlässt. Es gibt Persönlichkeiten, die eher dazu neigen als andere. Ich werde jetzt mal sagen, was von Vorteil wäre, um sich autotelisch, also um der Sache selbst willen, in diesen Prozess hineinzubegeben. Das heißt, du brauchst ein Selbstwertgefühl. Ne? Du musst also irgendwie bei dir selber sein, um zu verstehen, was würdest du gerne jetzt angehen und wie könntest du da hinkommen? Was brauchst du dafür? Also du musst dich selber irgendwie einschätzen lernen. Dann brauchst du auch natürlich Freude daran, an den neuen Herausforderungen wachsen zu wollen. Du musst also bereit sein, dich auf neue Herausforderungen einzulassen und nicht immer nur das zu tun, was du sowieso schon immer gemacht hast. Dritter Aspekt ist, sich auf zentrale Aufgaben zu fokussieren und dann immer wieder sich für sich selber auch zu überlegen, woran messe ich das, ob ich diese Aufgabe jetzt erfüllt habe? Wie kann ich bemessen, ob ich mich in diesen Flow tatsächlich weiterentwickle? Vierter Aspekt ist eine positive Lebenseinstellung. Fünfter Aspekt ist halt, sich selber zu reflektieren, die Erfahrungen zu reflektieren und daran zu wachsen. Und zwar, wenn du als Person reifen willst, immer besser werden willst, für die Welt, für deine Umwelt, für dich selber, dann empfiehlt es sich, sich immer wieder mal aus seiner Komfortzone hinaus zu begeben und auch mal was Neues zu wagen und dann aus dieser Position heraus, wo man auch was Neues gewagt hat, was man vorher noch nicht kannte, dann aber auch wieder zu reflektieren und das wieder in einen kohärenten Zusammenhang mit dem zu bringen, wo du vorher warst. Also Identität stiftet sich dadurch, dass man immer wieder mal hinausgeht aus sich selber, auch mal wirklich Risiko geht. Risiko in dem Sinne, dass man was macht, wo man nicht weiß vorher, was dabei rauskommt, ob das sinnvoll ist oder nicht und ob das einem selber weiterbringt. Aber es mal auszuprobieren und dann sich zu besinnen, rückwärts zu schauen und wieder versuchen, das zu integrieren in das bisherige Storytelling und sich dadurch als Identität, als Person immer weiterzuentwickeln. Das ist im Grunde persönlicher Flow, persönliche Weiterentwicklung, um als Person, um deiner selbst willen zu reifen. Auch wiederum nicht, um irgendwie jemanden anders dadurch zu beeindrucken, auch nicht, um irgendwie anderen dadurch einen Gefallen zu tun, sondern um deiner selbst willen. Wenn du dich da hinein begibst und immer wieder selbst reflektierst und dann irgendwann, wenn du dann mal zurückblickst und diese Herausforderung, diesen Strahl mal vom Ende her betrachtest, von wo du herkommst und wo du heute stehst, wie du dich weiterentwickelt hast, dann kannst du sowas empfinden wie ein Glücksgefühl. Das ist super wichtig, um Flow wirklich positiv für sich zu konnotieren und wie so ein Suchtverhalten da auch zu entwickeln, immer wieder hineinzukommen, sich immer wieder vor neue Herausforderungen zu stellen, immer wieder was Neues anzueignen. Das ist Flow. Ich erzähle in den Flow-Tipps über Alexa. Die Nachrichten bitte. Hier ist deine tägliche Zusammenfassung.
Von Fräulein Flo dein Flow-Tipp für den heutigen Tag. Wusstest du, dass es durchaus hilft, mal das ein oder andere zu lesen oder dir anzuhören? Es gab auch früher durchaus kluge Menschen, die sich unter schwierigsten Bedingungen einen Weg durch den Alltag schlugen. Das kann auch dir helfen. Guten Flow weiterhin. Da erzähle ich immer wieder, wie man sich in weiteren Flow hineinbegeben kann. Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr das abonnieren. Ich werde euch unten den Link hinsetzen, wie ihr es umsonst. Da wir uns ja jetzt in der digitalen Transformation befinden, also die digitalen Netzwerke uns umgeben, wir Teil davon sind und diese regelmäßig nutzen und im Idealfall dann auch alle wechselseitig uns in unserem Flow bestätigen und uns in dieser Vernetzung dann auch wieder dezentral bestärken und uns wechselseitig beflügeln, uns weiter in diesem Flow fortzubewegen, um dann auch eventuell als Gesellschaft zu wachsen und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, das sind ja nicht wenige, dass wir die gemeinsam optimal für uns organisieren und idealerweise auch lösen, diese Problemstellungen. Dafür braucht es bestimmte Herausforderungen. Ich kann dafür jetzt in diesem kurzen Video hier nicht drauf eingehen, aber im Grunde muss man diesen individuellen Flow dann einbetten in diesen kulturellen Flow und dafür ist es auch super wichtig, dass auch die gesamte Kultur sich immer wieder neue Herausforderungen stellt und auch die versucht, gemeinsam über einen Kompetenzsprung, um einen gemeinsamen Kompetenzsprung auch zu lösen, diese Herausforderung oder bewerkstelligen. Und auf der anderen Seite braucht es dafür natürlich auch bestimmte Rahmenbedingungen auf juristischer Ebene, auf technologischer Ebene, auf infrastruktureller Ebene, damit diese Menschen und diese gesamte Kultur darauf aufsetzen, dann sich gemeinsam entwickeln kann und auch in gemeinsamen vernetzten Flow eintreten kann. Also komplizierte Geschichte auf eine Art und andererseits eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt irgendwas weitergebracht hat. Bis dahin, bye bye. Ciao.